Hallo liebe Videospielfreunde, hier ist wieder euer Andy von Retro Video Game Reviews und ich begrüße euch zu einem neuen Video Review. Heute im Fokus Electronic Arts Titanfall für die Xbox One. Electronic Arts will es wissen. Schickt man neben Battlefield also ein weiteres Schwergewicht in den Kampf gegen die Konkurrenz aus dem Hause Activision? Titanfall ist das erste Projekt des Respawn Studios, welches, wie einige von euch bereits wissen, aus ehemaligen Call of Duty Mitgliedern besteht. Und das merkt man Titanfall sofort an. Ob die flotte Roboter-Action nur ein COD-Klon geworden ist oder doch mehr auf dem Kasten hat, erfahrt ihr im Test. Ich als eher Gelegenheitsspieler, was reine Online-Games angeht, war seit der Ankündigung nicht ganz so heiß auf Titanfall. Doch Call of Duty Ghosts und vor allem das witzige Plants vs. Zombies Garden Warfare haben mir in jüngster Zeit erneut gezeigt, dass das ein oder andere Stündchen im Online-Multiplayer Spaß machen kann. Daher war ich sehr gespannt, ob mich Titanfall als großer Hoffnungsträger der Xbox-Fraktion auf Dauer unterhalten kann. Was Titanfall Solo-Spielern nicht bieten kann, anders als zum Beispiel Call of Duty oder Battlefield, ist eine reine Offline-Solo-Kampagne. Es gibt zwar eine reine Online-Kampagne, doch die ist von der Handlung so papierdünn, dass mir in den 3 Stunden nichts hängen geblieben ist. Eher ballerte ich mich auf der Seite zweier verfeindeter Fraktionen durch unterschiedliche Maps, die mich auf die vor mir liegenden Online-Modi vorbereiteten. Dass die reine Online-Kampagne so vernachlässigt wurde, ist äußerst schade und ein echter Kritikpunkt für mich. Die Titans und das futuristische Szenario schreien ja förmlich nach einer coolen Handlung. Aber vielleicht bekommen wir sowas ja in einen potenziellen Nachfolger. Jetzt kommen wir wohl zum Kern des Spiels, dem Gameplay. Von der ersten Sekunde merkt man, dass die Entwickler von Respawn ihr Handwerk verstehen. Titanfall ist ein schneller, actiongeladener und unkomplizierter Teamshooter geworden. Als einer von insgesamt 12 Soldaten stürzt ihr euch in 5 Spielmodi auf 15 toll designten Maps ins Getümmel und seid mit Sprints, Walljumps und Doppelsprüngen so schnell unterwegs, dass mich das Spielgeschehen in den besten Momenten an das gute alte Quake 3 erinnerte. Während ihr als Pilot spielt, setzt ihr euch mit bekannten Waffen wie Pistolen, Maschinen und Schrotgewehren, Sniperwaffen oder Granaten zur Wehr gegen eure 11 Mitstreiter und auch verschiedene Bots. Letztere beleben die Gefechte, sorgen für wertvolle Abschüsse auf eurem Konto, können aber in hitzigen Situationen auch dafür verantwortlich sein, dass ihr kurz die Orientierung verliert. Nach einer kurzen Lernkurve und einigen Matches, die natürlich auch Levelaufstiege mit sich ziehen, solltet ihr aber fit genug sein, um erfolgreich aus den 5 Spielmodi hervorzugehen. Dabei sind diese ebenso bekannt aus verschiedenen Online-Spielen wie die Waffenauswahl. 2 Varianten des normalen Team-Deathmatch-Modus dürfen neben einem Capture the Flag und einer Domination-Variante ausgewählt werden, in der ihr 3 Standorte sichern und verteidigen müsst. Battlefield 4 lässt grüßen. Der letzte und wohl taktischste Modus hört auf den Namen Last Titan Standing. Hier fangen alle Piloten in ihren Titans an, das Team mit dem letzten übrig gebliebenen Titan gewinnt. Apropos Titan, diese riesigen Roboter sind natürlich das Alleinstellungsmerkmal des Online-Shooters. Jeder Pilot darf nach einer gewissen Zeit seinen Titan auf dem Schlachtfeld landen lassen. Die riesigen Roboter sind zwar kraftvoller als die Piloten, auf der anderen Seite durch ihr Gewicht aber auch langsamer, was eine schöne taktische Komponente ins Spiel bringt. Ein Titan ist gegen mehrere feindliche Soldaten auf Dauer machtlos. Sammelt er aber ebenfalls Soldaten oder gar andere Titans um sich, kann selbst ein bisher auswegloses Spiel komplett gedreht werden. Und eben dieser Mix aus flottem Pilotenkampf gegen die mächtigen, wenn auch langsamen Titans funktioniert bei Titanfall reibungslos und bringt die nötige Frische in ein bekanntes und hart umkämpftes Genre. Dazu tragen auch die 15 verschiedenen Maps bei, die mit unterschiedlichen Settings locken. Von Häuserkampf über grüne Täler und gelbe Sanddünen ist alles mit dabei und lässt keine Wünsche offen. Wenn in naher Zukunft mehr und abwechslungsreichere Modi dazukommen und die Entwickler uns mehr freischaltbare Komponenten spendieren, mit denen wir Piloten und Titans modifizieren können, spricht nichts gegen Titanfall als drittes großes Online-Multiplayer-Standbein neben dem hauseigenen Battlefield und Activision's Call of Duty. Grund dafür ist, dass Respawn mit Titanfall ein frisches und unkompliziertes Spielerlebnis gelungen ist, das immer wieder eine Runde wert ist.
Optisch weiß Titanfall vor allem in Bewegung zu gefallen. Schöne Animationen, eine konstante Framerate und unzählige Effekte verwöhnen das Auge. Nutzt man aber die seltenen Momente, in denen man nicht im Affenzahn durch die Maps jagt, fallen unschöne Texturen auf, die keineswegs Next-Gen würdig sind. Doch da man sich beim Spielen größtenteils auf die rasante und perfekt inszenierte Action konzentriert, bleiben die positiven optischen Aspekte hängen. Auch wenn die Xbox One-Fassung die 1080p nicht packt. Akustisch bekommen wir die totale Reizüberflutung. Tolle Hintergrundmusiken überlappen sich mit Bombasteffekten wie etwa Explosionen am laufenden Band und werden mit deutschen Funksprüchen perfekt abgerundet. Echt top. Obwohl Titanfall eine Offline-Kampagne vermissen lässt und das Spiel in Bezug auf die überschaubare Modi-Auswahl nur Bekanntes bietet, kann der Online-Shooter in ganz anderen Kategorien überzeugen. Sei es die kompromisslose Action, das schnelle Gameplay oder die gigantischen Titans, die frischen Wind ins Genre bringen. Titanfall ist kein neuer Meilenstein auf dem Online-Spielplatz, aber dafür ein verdammt gutes Spiel, das man selbst gespielt haben sollte, um die Faszination dahinter zu begreifen.